Tachi, tach, tach und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5 mit dem Spargel 79 im Koop-Modus. Moin Spargel. Moin, moin. Na, machst du dich schon wieder fit? Ja. Bist du ein Flügelflitzer? Kann kaum erwarten. Sehr gut. Hä? Bist du ein Flügelflitzer? Ja. Ja. Wingman. Cheeseburger schwimmt auch schon hier fleißig rum. Alter, der macht halt einen Krach, wenn der schwimmt, ey. Ah, ich hab das eben schon gehört gehabt, wo er reingesprungen ist. Cheesy! Oder Cheeseburger! Bring ihn mal an Land, ich will ihn jetzt mal streicheln. Letztes Mal war es ja nicht möglich, weil er unter der Erde war. Kilometer weit. Am Ende der letzten Folge. Ja, komm mal her, mein Braver, komm mal her. Ich kann ihn nicht streicheln. Oh, ist das immer ein Geraffel? Ja, warte, halt. Warte mal, ich lock ihn mal hierher. Jetzt schwimmt er wieder los. Ja, ich lock ihn jetzt hierher. Oh, hier bleibt er jetzt stehen. So, jetzt kann ich ihn auch mal streichen. Ne? Du alles Fastfood-Gerät, Typ, Ding, Bär. So. Und da wir hier ein Flugzeug haben, würde ich sagen, nutzen wir das auch gleich und fliegen zu unserer nächsten Mission. Wir können ja eigentlich auch die dritte Begleiterin noch holen, oder was? Zum Baron Sägewerk. Ja. Warum nicht? Jeff Black, oder wie sie heißt. Okay, vamonos. So, das kann der fliegen. So weit oben kann auch jeder. Oder what? Richtig nicht. Wahrscheinlich stürzen wir dann zwar ab, aber ist ja egal. Jetzt die Gegner gleich direkt wieder spotten. Ja, war der Versorgungs-LKW. Nice, geil gelandet. Ja, nice. Das war so geplant. Nein, nein. Komm, Flugzeug, gib alles. Boah, ich habe schon ein Flugzeug gehört, ne? Befreie das Baron Sägewerk. Das ist eine Mission. Dann fliegen wir erstmal wieder ein bisschen weiter weg, nicht, dass die uns gleich spotten. Das wird auf ihn auspassen. Ist aber keine. Das ist eine Mission. Ja, du siehst das Ziel. Du Pisser. Wollen wir da Sneaky machen? Ja, würde ich sagen. Oder wollen wir volle Action? Lass uns mal volle Action. Wir machen immer Sneaky. Diesmal mal volle Action hier. Das kann man besten. Versuche irgendwie den Alarm wenigstens auszuschalten. Ja, Alarm ist an. Sehr erledigt. Kannst du Schießburger auch schon reinschicken hier, wa? Alter, da oben ist irgendwie ein Sniper. Ich bin wieder tot. Ich war auch fast tot. Was ist mit ihm hier? Was ist mit ihm hier? Na guck mal, den kann ich jetzt als Deckung benutzen. Bei mir sind alle verbuggt, ne? Alle Menschen hier. Die stehen alle rum und haben die Arme ausgebreitet. Ich bin tot. Echt? Ja. Die stehen alle mit ausgebreiteten Armen. Ich komme jetzt nicht zu dir hin, so schnell. Dann mache ich aufgeben. Ach, Cheesy kommt. Cheesy kommt. Echt? Ja. Der kann dann auch wieder beleben. Ich glaube, er hat mich wiederbelebt, aber ich backe Boden jetzt fest. Nach diesem Patch habe ich das Gefühl, dass es total verbuggt ist jetzt. Shit. Ich hänge Boden fest, ich kann nichts machen, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin gestorben. Ich drücke alles. Cheesy ist bei mir. Ich bin noch am Leben, aber ich backe Boden fest. Ich kann auch gar nichts machen, doch Waffen kann ich auswählen. Ich kann mich selbst umbringen. Ich kann ihm mal hier was werfen. Oh, ich habe auf den Bären geschossen. Um mich umzubringen. Ich hoffe, dass die mich erschießen. Weil sonst war's das. Alter, von wo?
Ja, nice. Erzähl mal, was du so machst, weil ich kann jetzt nichts machen. Ich schieß gerade hier auf. Ach. Ja. Ich sehe dich hier liegen, ja. Na, ah, deine Schuhe, moin. Moin. Ich kann nichts machen, kannst du mich umbringen irgendwie? Kannst du da mal zwei Granaten auf mich raufwerfen oder Haftbomben oder irgendwas? Bringt nichts, ich bin auch hab noch voll live. Ne? Ja, nice! Wo sind die? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Du musst gleich eine Schnellreise machen danach, wenn du fertig bist. Ja. Sonst fällt mir gerade nichts ein, was wir machen könnten. Ja, liebe Zuschauer, da habt ihr richtig was zu gucken. Wie ich hier im Boden festgebackt bin. Man kann so ein bisschen auf diesen roten Kringel, der gerade unten links so entlang läuft, gucken. Das ist der Ragel. Da sieht man, dass er gerade Munition gebrauchen könnte. Wenn er fast tot ist, ist da ein Kreuz dann in diesem kleinen Kreis. Vielleicht bin ich auch frei, wenn du es befreit hast. Ist ja doch ein Außenposten, wie ich gesehen habe. Ja. Ah, Cheeseburger brennt. Moin, Cheeseburger. Cheeseburger ist tot. Nee, er wälzt sich im Sand. Immerhin was zu gucken. Danke, Cheeseburger, für die Einlage. Applaus für Cheeseburger. Oh, hier war, glaube ich, ein Gegner sogar bei mir. Ist irgendwas durch mich durchgelaufen. Kommt der hier hoch? Nicht gleich da runterklettern. Kannst du einen Screenshot machen? Hast du vorhin einen Screenshot gemacht? Oh nee, ne? Das wäre nice. Von wie, wo du da liegst? Ja, liege ich hier ganz normal oder was? Warte, ich komme runter. Aua. Ah, morgen Cheeseburger. Mach mal einen Screenshot davon. Ja, es steht Cheeseburger im Weg. Mach doch einen Screenshot, du Arsch. So, gut. Den kannst du mir nachher schicken. Hast du mit der Kamera gemacht und ohne Interface? Ja. Nee. Ich dachte, daran hätte es gedacht. Ja, die Steintexturen hier übrigens sind nicht so der Brille, wenn man mal so dicht dran ist wie ich jetzt. Da hinten qualmt es ein bisschen. Nicht. Weiß nicht, was das ist, da, was da qualmt. Ich sehe hier keinen mehr. Hast du schon einen Screenshot gemacht jetzt? Ohne Interface? Ja. Ich sehe das nee. Nicht. Nee. Mach das, bevor ich wieder frei bin. Wenn die Sequenz kommt. Wenn du mich tötest, könnte die Sequenz kommen, dann bin ich vielleicht wieder frei. Genießen wir doch mal diese hässliche Musik, die da noch läuft. Das ist der Ragel. Sein Auftritt. Gut. War ein super Update, muss ich sagen. Ja, ganz neue Spielerfahrungen. Ja. Aber wir sind keine Gegner mehr. Irgendwie. Oh, Cheeseburger brennt wieder. Er wälzt sich wieder. Wieso brennt der andauernd? Keine Ahnung. Bam, bam, bam. Vielleicht sind da auch noch welche im Boden gebackt, die du auch noch töten musst. Ich muss wahrscheinlich hier irgendwas aktivieren, um. Versuch mal zu spotten irgendwie. Nee. Versuch die zu spotten irgendwie von höherem Punkt und dann irgendwelche siehst. Sonst hol Boomer ran und lass den spotten. Irgendwo werden noch welche rumlaufen, 100 Pro. Ja, hast du was gespottet? Jazz Black. Ich mach Boomer. Cheeseburger ist zurzeit nicht verfügbar. Ich kann auch hier nicht spotten. Nimm noch das Zeug zum Spotten da. Ach ja.
Da, da sehe ich noch einen, siehst du? Ja. Hast du ihn? Ja. Nice. Zack, das war der letzte. Der war irgendwo festgepackt. Ja, so wie ich wahrscheinlich im Boden. Ja, der stand in der Wand. Ja, das gleiche Schicksal gehabt wie ich wahrscheinlich. Ja. Zack. Din, 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 din. Ah, guck mal da. Die Pfeil- und Bogentante. Jolle Bitch. Jazz. Die ist cool, ey. So cool. Ich bin wieder frei übrigens. Mit seinem Töten, ey. Ich weiß, dass ich das toll mache. Du bist so ein Mensch. Hey, Deputy, weil du so ein fleißiges Bienchen bist, war der Widerstand in der Lage, neue Vorräte anzulegen. Guck mal im Laden vorbei, wenn du die Gelegenheit hast. Dumme. Du hast mir gar nichts von dem Tresor erzählt, wenn du ihn geknackt hast. Das war toll. Ach so, das ist ein Tresor. Danke. Wie nett von dir. Jacobs verdammte Bekehrungsrituale ausgehungert. Und danke, dass du Jazz befreit hast. Sieh ruhig mal bei ihr vorbei. Sie ist eine der besten Whitetails, die wir haben. Du hast einen Wackelkopf entdeckt, hast du ihn schon eingesammelt? Hier ist er. Zack. Hast du ihn? Ja. Hier ist wieder ein Heft. Castileja. Was machst du denn da? Ich geh kacken. Hä? Ach. Was hörst du da im Haus? What the fuck? Was geh denn? Mal vor, geh mal ein Stück. Ja, ich geh doch ganz Zeit. Was denn? Kennst du das, was wir in den Videos gesehen haben, wo die über den Boden glitschen? Echt, das habe ich jetzt, oder was? Weil ich den Bug hatte bestimmt. Ja, ja. Nice. Komm mal hier über den Stamm rüber, hüpfe ich jetzt. Hier oben rauf. Streichel mal Bume. Ja, warte, wo ist er denn? Da. Jetzt streichel ich ihn. What the hell? Der Hund hängt in der Luft. What the fuck? Kannst du bitte den Videoclip speichern, Rage? Ja. Jetzt? Beweg dich mal noch ein bisschen. Nicht so schnell. Speichere mal den Videoclip. Ich werde euch den Videoclip von Ragel verlinken. Eine Infokarte mache ich auf jeden Fall. Und in der Beschreibung habt ihr auch den Link. Und am Ende im Abspann ist das Video dann auch verlinkt. Dann könnt ihr euch nochmal Ragels Sicht angucken, wie er hier den Außenposten noch befreit hat und wie ich jetzt hier rumbagge. Das kann man nur aus Ragels Sicht sehen. Jetzt bleib mal da, wo du bist. Ja. Da liegt er am Boden. Ich drehe mich jetzt im Kreis. Bewegt sich da was? Nee. Wenn ich mich so rumlaufe? Dann rutscht du über den Boden. Geil. Gut. Dann speichern wir. Dann könnt ihr euch das da nochmal anschauen. Vor allem müssen wir das auch, weil ich mal irgendwann ein Best-of machen möchte aus diesem Projekt. Ich werde das auch mit reinschneiden dann, wenn du das speicherst und hochlädst. Das wäre Nietzsche. Jetzt musst du natürlich damit klarkommen, dass ich die ganze Zeit jetzt hier rumglitsche am Boden, ne? Ich denke mal, bis wir irgendwo eine Schnellreise machen, sollte das wieder gehen. Wir machen doch keine Schnellreise. So. Alter. Ich hätte das bloß durch die Wand gesehen, dass du da auf dem Boden irgendwie hin und her rutscht. Okay, krass, ey. So, haben wir hier noch irgendwas? Hast du noch irgendwie Loot gefunden oder irgendwas? Nicht wirklich Loot. In dem einen Raum war noch... Ach, hier war ich schon drin. War noch ein Rucksack und sowas.
weiß nicht, welchen Raum du meinst. Aber mir waren hier Leute auch verpackt, die haben alle da gestanden mit ausgebreiteten Armen und so. Ich wusste gar nicht, wer am Leben ist und wer schon tot ist. Der eine war tot zum Beispiel, hätte ich plündern können. Ich glaube, hier oben war das. Hier bin ich auf dem Dach. Ach, hier, glaube ich. Ja, hier. Ach, ist egal, wir können jetzt hier ihre Mission machen von der Jessie da. Hast du schon als Begleiterin jetzt? Ne, ich habe doch gar nicht mit ihr gesprochen. Okay. Aber wurde ja auch noch nicht angezeigt, dass du die jetzt als Begleiterin hast, oder? Nee. Ist hier auch nicht mehr. Dann geht's nochmal hoch. Dann wieder raus. Tür ist zu. Hier ist ein Schlüssel. Habe ich jetzt keinen. Ist irgendwie noch einen verschlossenen Raum gefunden? Ja, das ist der Raum, wo der Tresor drin stand. Der war vorhin zu. Achso. Konnte ich knacken. Ja, ich habe den Schlüssel dazu gefunden jetzt. So, dann sprich mal mit ihr hier. Okay. Wo ist Können wir die Mission machen? Hier, wo ich lieg. Sie steht hier. Hier steht sie. Wo bist du? Wo steht sie? Hier hinten, wo ich jetzt gerade bin. Ja, da steht sie auch. Ich stehe neben ihr. Und wo bist du? Ich stehe neben ihr. Was? Ja. Hä? Nee. Warte mal, bleib mal stehen. Hier bin ich, vor dir. Ich hau dir in die Fresse. What the fuck, du bist unsichtbar. Hinter dir. Ja, genau da. Hau mich mal. Treff ich dich? Nee, irgendwie nicht. Eigentlich müsstest du mich treffen, aber tust du nicht. Da bist du. Du bist hier hinten. Hier ganz hinten liegst du. Ich komm da jetzt mal mit hin. What the fuck? Hier in der Ecke. Nice. Cool. Ich bin mit dir. Ich bin ja auf jeden Fall dann gleich da. Ich renne jetzt gerade zu ihr hin. So, ich bin jetzt bei ihr. Ich kann jetzt mit ihr reden. Richtig schön verbackte Kacke. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Ich bin Jess. Wenn du dich hier draußen mit der Sekte anlegst, dann kennst du bestimmt schon meinen Onkel Dutch. Pass auf, ich habe nicht viel Zeit, also komme ich gleich zur Sache. Ich war einem von Jacobs Fanatikern auf der Spur. Nennt sich der Koch. Ja, klingt nicht so gefährlich, was? Aber glaub mir, das ist ein kranker Typ. Ich hab ihn fast erwischt, aber eine Peggy-Patrouille hat es auf mich abgesehen. Ich brauche deine Hilfe. Diese Spur darf nicht kalt werden. Der Typ hat eine Menge Unschuldige in der Gegend abgeschlachtet. Damit darf er nicht durchkommen. Wir müssen. Schon zu viel Zeit verschwendet. Mir nach. Okay. Ein Gericht, das kalt serviert wird. Wo wir sie jetzt sind? Hier lang. Hier lang. Ins Auto wahrscheinlich, ne? Nee. Bist du da, ja? Ja, ich bin da. Ich laufe hier hinter ihr. Warte. Du mich? Nö. Die verdammte Sekte krallt sich jeden. Die zerren dich aus deinem Haus, aus der Bar, sogar aus der Kirche. Denen ist egal, wo du bist. Sie stecken dich in eine von zwei Schubladen. Schwach oder stark. Jacob, laufen wir rückwärts vor ihr. Und jeder, der nicht für ihn kämpfen kann oder will, ist so gut wie tot. Die Herde aus Dürren. Alter, wo wir sie hin, ey? Massenhinrichtung Unschuldiger. Alle dachten, das wäre nicht wahr, was keiner glauben wollte. Nicht, dass gleich kommt, du bist zu weit vom Partner entfernt, obwohl ich direkt neben dir bin. Das kann passieren, ja. Es wird eine verpackte Kacke, ey. Wirst schon sehen, wozu das führt. Alter, Vorsicht, wurde fast gesehen, ey. Scheiße, schießt du schon? Ja. Hab ihn. Ich lasse dich wieder zurück. Du entfernst dich zu weit von deinem Verbündeten. Jetzt habe meine Waffe weggeworfen, ey. Wo sind die jetzt? Die läuft hier hinten lang. Ich habe meine Waffe weggeworfen, die ist weggespawnt. Wo sind die? Da hinten. Weiß nicht. Ich habe jetzt kein Sturmgewehr, ne? Richtig? Was ist denn jetzt los mit ihr? Hä? Ich soll ihr folgen. Ja, ich auch. Ich bin auch zu weit von ihr weg, sagte mir die ganze Zeit. Weil ich noch looten war da hinten, die anderen beiden. Oh, ich kann auch nicht mehr schnell laufen hier schon wieder. Ich kann doch nicht mit ihr reden. Guck mal, sie geht dahin, wo ich eigentlich lieg, ne? Oder? Jetzt kommst du hier angeschlittert. Ich komme jetzt gerade. Hab ich dich, Arschloch? Jetzt läuft sie wieder weg. Hä?
Ja, die Schießerei hat sie gerade wohl durcheinander gebracht. Herzlich willkommen zu Bug Cry 5. Rutscht der lang. Du kannst dann nachher am Ende, wenn ich die Aufnahme beende, auch nochmal abspeichern. Dann kannst du beides dann mal zusammenschneiden. Das ist alles. Die ganze Folge. Ja, was ist jetzt? Hast du keine Beine zum Laufen oder was? Nö. Ich hab gerade gedacht, jetzt dreht sie wieder um und haut wieder irgendwie woanders hin. Naja. Aber kann die auch mal ein bisschen schneller laufen? Ich bin einfach nur froh, wenn sie dahin geht, wo wir hin müssen. Er ist einer von Jacobs Lieblingen. Der die Reinigung leitet. Der Koch hat Jacob den ganzen Quatsch aufgekauft. Aber jetzt kriegt der Wichser, was er verdient hat. Die ist mir sympathisch, die Frau. Was denn jetzt? Weiß nicht. Erreiche den Aussichtspunkt mit Jess. Ach du Kacke, drei Geiseln. Ich bin natürlich gut getarnt, weil ich am Boden liege, ne? Naja. Die Geißen sind im Käfig. Okay, ziehen wir das durch. Aber halt den Kopf um, wenn sie uns entdecken. Willst du mal zugucken, wie ich einen Takedown mache gleich? Na, mach mal lieber nicht. Nicht? Sieht ein bisschen lustig aus, wenn ich liege und einen Takedown, oder nicht? Frage. Meinst nicht? Ich wird gesehen. Ich kann hier nichts sehen, ey. Wieso nicht? Nee, weil die Gräser hier so hoch sind. Ich hole mir den einen jetzt einen Takedown, warte mal. Der kommt hier unten lang. Welchen denn? Den hier unten. Der rennt jetzt los. Der gerade gegen den Käfig getreten hat. Wo ist er hingerannt? Wo rennt er denn hin? Ja, das packt bestimmt bei dir alles rum. Ich hab ihn. Ich trag ihn jetzt. Siehst du mich hier unten? Nee. Scheinbar nicht. Ich bin jetzt im Rohr. Hier lege ich die Leiche ab. Das war komisch eben, dass sie mich auch nicht gesehen haben. Hier steht einer mit dem Rücken. Ne, doch nicht. Der steht geradeaus. Kommt hier einer runter? Scheiße! Oh, ficken! Die Geiseln werden getötet jetzt. Schießt Leute ab. Wieso haben die dich jetzt gesehen? Was war los? Ich wollte über die Straße. Auf die andere Seite quasi. Und dann hast du ja eine ist tot, ne? Eine ist tot, ne? Ja, keine Ahnung. Übrige Geiseln, eins von drei. Ah, Fafti. Eine ist noch übrig. Hey, sind die alle hier jetzt gestorben? Nein, die leben noch alle. Ich habe doch schon zwei befreit. Hier ist noch eine, zack. Ach so, befreit. Ach so. Ja, natürlich, töten oder was willst du? Geiseln töten! Die sind jetzt Schwein! Jetzt müssen wir ihr wieder folgen. Wie legen wir los? Ich bin tot. Wer hat mich denn da getötet gerade? Feuer? Nee, irgendwas von hinten hat nur Klingen gemacht, war ich tot. Du hast das Missionsgebiet verlassen, steht bei mir. Jetzt glitsche ich durch die Erde schon wieder. What the fuck? Was ist denn los, ey? Ich bin durch irgendwas gestorben, ich weiß nicht durch was. Hat nur Klingen gemacht, so weiß nicht, so ein Klingengeräusch. Mich hat keiner gesehen, gar nichts, aber macht nur so Klingen tot. Direkt. Ich bin ja hinterher gerannt, weißt? Ja.
Okay, legen wir los. So, bin ich wieder normal da jetzt? Ja, jetzt ist normal. Willst du wissen, warum sie ihn den Koch nennen? Immerhin das. Vor ein paar Jahren hat Jacob einen seiner Leute losgeschickt, um eine Familie abzuholen. Eltern und Kinder. Als erstes hungerte er sie aus. Gab ihnen nichts. Nicht mal Wasser. Nach 3 Tagen waren sie so durstig, dass sie ihre eigene Pisse trinken mussten. Alter. Aber die Kinder wollten nicht. Also haben die Eltern sie gezwungen. Sie haben es gleich wieder ausgekotzt. Das gefiel dem Koch. Hätte ich auch. Also hat er die Eltern an Pfählen in der prallen Sonne aufgehängt. Alter, ich habe auch einen Bug im Real Life gerade. Mein linker Fuß ist eingeschlafen. Ohne Grund. Warte. Ich glaube, ich habe was gehört. Alles verbuggt. Erreiche den Aussichtspunkt, ist das ja. So, diesmal nicht entdecken lassen. Alles nur nicht entdecken lassen, Herr Rang. Bitte. Okay. Kannst du Boomer da reinschicken zum Aufdecken? Ich gehe gleich hier rüber und mach den einen Takedown. Oh, jetzt ich werde entdeckt. Ich werde entdeckt, ja. Ja, das schaffst du jetzt wieder. Schieß, schieß. Direkt. Zwei befreit. Hast du mal Zeit? Irgendwo ist noch eine Geisel, glaube ich. Wo sind die? Die beiden hier vorne und irgendwo muss noch eine sein. Übrige Geiseln, 1 von 3. Ach, hier. Hoppste. Ah, die wird trotzdem ganz gut. Ich habe gedacht, die sehen mich nicht, wenn die da runterrutschen, dann take dann auf diesen Sniper-Typen machen, weißt du, der da stand. Weil die Seilrutsche genau dahin geführt hat. Ich dachte, das wäre logisch. Die Entwickler das so platziert haben. Also, das war direkt der Scharfschütze, ne? Ja, ja, richtig. Und den wollte ich ja Takedown direkt von der Seilrutsche aus, weißt? Ja. Weil der genau da unter stand. Habe ich gedacht, dass die Entwickler das so wollten, dass man das macht. Wollten sie anscheinend nicht. Und dann fragte er sie, ob sie Hunger hätten. Verhungern sagten sie ja. Und dann um Essen zu betteln. Ob sie Schweinefleisch wollten, fragte er. Was wollten sie? Also ging er zu den Eltern raus, zog ihnen die Schuhe aus und begann. Das kleine Schweinchen ging auf den Markt zu spielen. Und das Blut floss in Strömen. Alter. Der Koch grinste breit, als er den Kindern die Stückchen hinlief. Alter, kann die auch mal schneller laufen? Psst. Ach, mehr sagt sie nicht. Lass sie doch, sie will gemütlich spazieren hier mit uns. Ist doch nice. Erreiche den Ausblickpunkt mit Jeff. Guck mal, hier waren wir doch schon mal, ne? Oder? Mit Turk waren wir hier. Natürlich, hier waren wir mit Turk. Bald waren keine Schweinchen mehr übrig. Also lachte er. Und zündete die Eltern an. Alter. Die Luft füllte sich mit dem süßlichen Geruch von brunzendem Fleisch. Ich werde diesen Geruch nie vergessen. Sie endlich zu schreien aufhören, sah ich mich um und er war einfach weg. Verschwunden. Wie eine Katze in der Nacht. Naja, deswegen nennen sie ihn jedenfalls den Koch. Verstehe. Hörst du, was ich höre? Schreie? Ja. Ich glaube, da wird gerade jemand gekocht. Erreiche den Aussichtspunkt mit Jess. Ich hab nur drauf gewartet. Sehen wir uns das mal an. Die Schwachen sind unrein und unwürdig. Töte den Koch. Der hat ein Dings drauf, Nagel. Lass uns zu zweit auf den Rucksack schießen. Ihre Seelen werden von uns bin bereit. Warte. Bereit? 3, 2, 1, go.
Grube sichern. Häschen in der Grube saß. Ich habe kein Sturmgewehr, das ist kacke. Oh, ich wollte einen Takedown von oben machen. Aber stand nicht richtig. Alle weg. Rede mit Jazz, warte. Ich will zuhören. Gut. Jetzt hat er recht. Der Koch ist tot und ich fühle gar nichts. Ich wollte immer nur diesen Typen finden. Und jetzt. Ich weiß nicht was. Was soll ich denn jetzt tun? Dutch hatte in letzter Zeit mit vielen Sachen recht. Die Sekte. Eli. Vielleicht liegt er ja auch bei dir richtig. Wenn... Also, wenn du jemanden brauchst, der auf dich aufpasst, sag Bescheid. Und... Danke für alles, was du getan hast. Vielleicht könnt ihr was... Gern geschehen. Nietzsche! Mission completed. Och, gleich da. Kaum ist die Mission vorbei, spawnen gleich wieder die Flugzeuge und sehen uns, oder was? Naja. Ist doch lächerlich. Wo ist jetzt der dämliche Koch? Was hat der hier denn? Ich höre hier ohne You, ne? Ja. Nicht, dass wir abgeholt werden. Ich wollte die Folge jetzt beenden. Nee, das ist... Ja, oh, wir werden abgeholt. Nee, was passiert? Fafti. Ich habe noch nie fertig gelohnt, ihr Schweine! Mann, ey! Was hast du? Einen Pfeil habe ich keinen abgekriegt. Hast du sicher Hunger? Ja. Wusstest du, dass es 10 Tage dauert, bis die Zivilisation kollabiert? Ja. Schneid den Kehle durch. Wenn die Grundbedürfnisse des Menschen nicht befriedigt werden, übernehmen die primitiven Instinkte nach nur 10 Tagen. Ja, das ist nicht leicht zu verstehen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Ich war im Irak während des ersten Golfkriegs. Etisette Airborne, gute Amerikaner. Hurra! Eines Nachts gab es einen Angriff. Ich und dieser Typ namens Miller wurden von der Einheit getrennt. Ohne Funk. Ohne Nahrung. Die nächste Basis, 200 Klicks südlich. Also gingen wir einfach los. Tja, bald war klar, dass wir uns verlaufen hatten. Tag 6. Das Wasser ging aus. Du weißt, wie das ist, oder? Es wird schwierig zu schlucken. Am 7. Tag fing Millers Beine an, wackelig zu werden. Wusstest du, dass dein Gehirn Muskeln abbaut, um zu überleben? Deshalb bist du so verdammt abgemagert. Am 8. Tag näherten sich dann die Wölfe. Und ich sah Miller an und wusste, dass wir so gut wie tot waren. Und ich akzeptierte es. Mit dieser Akzeptanz kam die Klarheit. Verstehst du? Ich sah nicht länger den Menschen, Miller. Ich sah nur noch eine Chance zu überleben. Nicht, dass ich das tun wollte. Sondern ich musste es tun. Das war meine Prüfung. Und weißt du, Millers Opfer brachte mich nicht nur aus dieser Wüste heraus. Es führte mich direkt hierher. Die Schwachen haben einen Zweck. Das verstehst du schon noch früh genug. Durch die Prüfung und wahrscheinlich diesmal noch länger. Ja, okay.
da hätten sie aber auch ein bisschen kreativer sein können. Ich möchte jetzt nicht wieder durch das gleiche Gebäude da gehen. Das ist doch langweilig. Ach Gott, ey. Kreativ! Absolut kreativ. Only you, bam bam, du und du und du. Jetzt haben wir sogar verlaufen, ja. Oder warte, nee, ich kann mal nicht durch. Schrotflinte hier rechts rum. Gegner von hier. Und von da. Und dann hier durch. Und hier ist auch noch einer. Und dann hier lang. Ach, Waffe nehmen. Hab ich vergessen. Die Herde keulen. Ja, ja, die Herde keulen wir mal wieder. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ganz ehrlich. Oder gefällt dir das hier, das dritte Mal hier durchzulaufen? Gut. Ach, wir keulen euch alle. Ah, fuck you. Zack. Runter hier. Waffe nehmen. Ich war noch was übrig. Ich will das hinter mir bringen, ihr Kack. Das macht mir keinen Spaß, ehrlich nicht. Geh du vor. Dann kriegst du jetzt auch ein paar ab. Ich werd gekeult, Ragel. Was? Ich wurde gekeult eben, ey. Den Weg kennen wir jetzt noch nicht. Das war's wieder. Willkommen bei Fahr und Kreativ 5. Weißt du, was das für ein Endkampf bedeutet? Da müssen wir auch nochmal hier durch. Nee, da kommt wieder ein Bunker. Ja, wahrscheinlich. Ich werde dich hier rausholen. Okay? Und dann verschwinden wir von hier. Okay? Only you. Only you. Hey! Und ich? Was ist mit mir? Only me. Du bist nicht stark genug. Du musst hier sofort raus, bevor es wieder anfängt. Folge mir. Immerhin kriegen wir jetzt mal was anderes zu tun noch. Oder auch nicht. Ich dachte, wir müssen uns jetzt rausschleichen. Wer weiß, dass du bereit bist. Wäre mal nice gewesen. Es zu tun. Siehe. Prüfung. Hier. Er hat das alles geplant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und du bist dabei. Es wird zur zweiten Natur. Routine. Er ist in deinem Kopf. Merkst es nicht mehr. Du kannst nie mehr zurück. Verstehst du? Du kannst nie mehr zurück. Komm schon. Truck. Der Truck muss da sein. Muss auf den Truck. Es ist fast soweit. Ich habe die Route studiert. Die ist der einzige Weg raus. Das wird schon, wenn du nicht. Nein, 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 noch nicht. Noch nicht. Fuck. Fuck. Nein. Oh, nö. Nein. Tut mir leid. Crazy. Ich habe gehofft, dass es hier in diesem Level oder auf dieser Region bei Bruder Jakob nicht so abgespaced ist wie bei der Tante. Da habe ich mich eigentlich schon drauf gefreut, aber irgendwie ist das auch alles mega komisch abgespaced. Ja. Schade. Deine komische Spieluhr da. Ja, und dann auch dieses Level, wo wir andauernd die gleichen Gegner sehen, wir töten und so. Virtual Reality oder was spielt man da?
Jetzt wachen wir wieder irgendwo draußen auf und wir haben wieder nichts Ordentliches gemacht, außer wieder durch dieses eine Level durchgelaufen. Sammeln alle Comics, das ist jetzt unglaublich. Nice. Aufgabe gekriegt? Nö. Nö. Gut. Frage gibst du mal bitte da an die. Keine Ahnung, wo du warst, aber mach dich mal auf den Weg zu der Kreuzung, wo das Grill Street Diner ist. Da ist etwas, was du dir dringend ansehen musst. Ah, doch eine Aufgabe, ne? Grill Street Diner oder was das jetzt war. Ja, aber nicht wirklich ein Auftrag jetzt. Gut, dann bedanke ich mich mehrfach fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an den Ragel. Vielen Dank auch an das perverse Flugzeug, was da oben gerade rumfliegt. Das penetrante Drecksflugzeug. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge von Fahr und Kreativ verbackte Kacke 5. Cry. Bis morgen. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.